viel, viel Parmesan. Ja, altasiatisches Sprichwort, viel Parmesan hilft viel. Mediterranes Gold, sehr geil. Freunde, wie wäre es mit einem gebackenen Grillkäse oder Feta? Schön Parmesan, Kokosspinat dazu. Sehr, sehr fein. Das ist Grillkäse. Könnte aber auch in Feta sein, ja? Also wie ihr wollt. Ja, ich mag Grillkäse gern, kann auch Halloumi sein. Der wird ein bisschen gewürzt mit so geschrotetem Pfeffer. Und dann wird der Kamerad paniert. Und zwar gebe ich den Grillkäse erstmal in so geklappertes Ei. Und dann sucht der Bub erstmal ein Handtuch, dass er die Finger putzen kann. Sesam. Und das kann jetzt schwarzer Sesam sein oder weißer Sesam oder schwarzer und weißer Sesam gemischt, so wie bei mir her. Der ist irgendwann mal zusammengeflogen. Und der Käse wird jetzt da paniert. Ja, so einfach ist es. Oben darf auch noch ein bisschen Sesam schön andrücken. Und dann kommt dieser panierte Käse, ja, Grillkäse oder Feta, wie auch immer, in das heiße Öl. Ja. Mittlere Temperatur. Und dann wird er gebacken. Das könnte jetzt Sesamöl sein oder gutes Olivenöl. Mittlere Temperatur, ja, nicht hier so Atomtemperatur, gell, dass der irgendwie verbrennt, der Sesam, der wird nämlich bitter, wollen wir nicht. So, Blitzrezept heißt ja, Hänsels Blitzrezept, dass es schnell vonstatten geht und mit Zutaten vor allen Dingen, die man überall bekommt. Ihr nehmt Cashewkerne, so, und gebt die Cashewkerne in die Pfanne rein, dazu kommt ein Schluck Butter, Zucker, ja, so einen halben Teelöffel, nicht so viel, und das Ganze dann schön anbrutzeln lassen, dass das Ganze karamellisiert, wie es so schön neudeutsch heißt. Schau mal her, schön. So. Dann für die Farbe kommt ein bisschen Paprika dazu. Das ist eigentlich nur so ein bisschen so Farbkomponente. So, Spitzpaprika in Würfel schneiden und zu den Nüssen geben. Schau mal her. Also die Nüsse, die werden so ein bisschen braun. Ja? Der Zucker karamellisiert, er wird süß und schmeckt genial. Okay. Schön, der hat ein bisschen Farbe. So sieht's aus. Jetzt zu den Nüssen ein paar Kokosraspeln dazugeben. Und zu den Kokosraspeln, ich bin ja ein fauler Koch in Anführungszeichen, kleinen geputzten Babyspinat. Könnt ihr im Supermarkt kaufen. Ja? Den gebt ihr dazu. Einmal hier rein. Und mit einem kleinen Schlücklein Sahne ablöschen. So, aufkochen lassen. Und jetzt, das ist das Allerwichtigste, jetzt gebt ihr nochmal Parmesan rein. Und dieser Parmesan, der bindet das Ganze dann und macht diesen Parmesan-Spinat mit Kokos total. Also, das ist einfach nur unfassbar, unfassbar lecker. Ja, komm, ich gebe hier so ein paar Tröpfchen Mehl noch dazu, dass das Ganze gebunden ist. Fertig. Parmesan-Spinat mit Kokos. Lecker, 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 lecker. So, jetzt kommen wir zum Anrichten. Mal den Grillkäse raus. Dann, mein Gott, Kinders, ist das geil, ist das geil. Schau mal her, der Parmesan-Kokosspinat, schön auf einen vorgewärmten Teller. Das ist mal so ein Veggie-Gericht, wo jeder sagen kann, boah, das ist immer was anderes. Schau mal, vielleicht mal in der Mitte halbieren. Ich kann mich erinnern, in meiner Lehrzeit, wenn jemand was Vegetarisches wollte, das war immer ein Albtraum und keiner wollte es kochen und man hat so Wischiwaschi-Gemüse gemacht. Das ist geil. Also, Hänsels Blitzrezepte, wenn es schnell gehen muss, vegetarisch mit ganz viel Geschmack. Guten Appetit.